Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in My Time at Port hier. Den Auftrag mit dem Stoff konnten wir leider nicht erfüllen. Ich habe uns aber schon mal einen anderen neuen Auftrag geholt. Dafür sollen wir hier 5 Holzbretter, die ich schon mal vorbereitet habe, herstellen. Also der Auftraggeber möchte gerne 5 Holzbretter. Die andere Quest mit der Bauerstochter ist soweit auch. Das müssen wir ihr noch zeigen. Und das werden wir als erst machen, je nachdem, wo die gerade ist. Holzbretter ist da. Was ist das denn? So. Also sie scheint hier zu sein. Dann gehen wir da als erstes hin. Und heute ist Tag der strahlenden Sonne. Ne, warte mal, was läuft da denn rum? Ah, da ist sie. Was ist das denn? Super, sie ist da hinten. Sie ist gerade in die Stadt gegangen. Ah, also der Tag der strahlenden Sonne findet hier wohl statt. Emily zeigen, haben wir fertig. So, nu? Ist sie jetzt einfach abgeschlossen? Nee, den Pflanzkasten fertigen. Weil das ist aber eine lange Quest. Jetzt wollen wir 3 neue Pflanzkästen fertigen. Okay. Und der Tag der Sonne ist doch aber erst 10 Uhr. 8:50 Uhr, ja, dann haben wir noch kurz Zeit, um zu gucken, wo der andere ist. Der ist da hinten. Eine Stunde bis die Feierlichkeiten beginnen. Dann geben wir jetzt schnell die Quest hier ab und fertigen 3 Blumenkästen. Hä? Handelsauftrag. So. Unseren Ruf wiederhergestellt. Jetzt gucken. Pflanzkasten. Holzbrett. 3 pro Kiste. 9 Holzbretter schnell fertigen. Holzbrett. So, das dauert jetzt. Dann gehen wir jetzt schnell hoch zum Tag der Sonne. Mal gucken, was das für ein besonderer Tag ist. Ob das irgendwie eine Aufgabe triggert. Feierlichkeiten beginnen. Ja, cool. Und nun? Folgt diesem Luftschiff. Alter, was für ein Luftschiff. Ah. Das sollte so fies sein. Okay, also es werden Geschenke vom Himmel geworfen. Also wir haben jetzt so fies Geschenk. Molly. Oh Gott, wie finden wir sie denn? Müssen wir dann gleich mal schauen. Also, Russo, Django, Remington, Presley, Pauly, Emily, Mel, Martha, Alice, Sonja,
Rassen durcheinander. So fies. Oh. Aber wo ist Sophie? Das klauen wir einem kleinen Kind. Die Geschenke geht ja mal gar nicht. Sam, Erwa. So, welche von Lucy, Sonja. Also, da ist keine Sophie bei. Nur eine Sonja. Also, die laufen jetzt scheinbar 2 Stunden dem Luftschiff hin und her, das Geschenke vom Himmel wirft. Er muss ja da schnell sein. Oh, ein Buch. Reise aus dem Osten. Wie können wir das jetzt schon wieder... von Abzeichenbörse. Kleiner Gegenstand, Kunstwerk kann im Museum platziert werden. Krass, hier geht's zum Museum. Werden wir mal das Museum suchen, oder? Museum, Museum, Museum. Museum. Aushänger. In. Tafelrunde. Sir. Forschungszentrum, Forschungsbörse, Ziviltruppe, Kläranlagen, Ödland. Ha. Die Bäuerin heißt Sophie. Bernsteininsel. Okay. Dann packen wir das mal dahin. Waffe hinzufügen, Ausdauerhalt 120 vom Bauernladen. Sophies Rezept, die beste Kürbistorte auf dieser Seite der freien Städte. Okay. Dann brauchen wir die ja scheinbar ja nicht geben. Sie hat die nur hergestellt. Dann gucken wir mal, was uns das heute kostet hier. Ja, dann kaufen wir das jetzt halt. Was der da drauf schlägt, ey. So, jetzt können wir unsere verbesserte Axt herstellen. Und uns auf dem Weg noch einen neuen Handelsauftrag annehmen. Kann man mit dem Fahrrad interagieren? Nein. So. Die alles D-Aufträge. 720 Gold. 2 einfache Textilmaschinen? Herrgott, die sind doch... die waren auch ganz schön aufwendig herzustellen. Bronzerohr, Marmordiele. Bronzerohre, Marmordiele. Marmor, Marmor, Marmor. Haben wir Feierlichkeiten enden. Zinn, Kupfer, Stein. Weil ich jetzt noch wüsste. Ja, wir müssten es einmal hin und zurück schaffen, bevor der Laden hier zumacht. Wir gucken erst, ob wir Marmor haben. Wenn wir Marmor haben, können wir den Auftrag annehmen. Das
So. Warten wir jetzt erstmal. Marmor. Das würde hier funktionieren. Da. Zwei Stück können wir herstellen. Okay. Das müsste reichen, oder? Wir brauchen eine Marmordiele. Zwei Maschinen will er haben. Vier Bronzerohre. Vier Bronzerohre. Können gerade sechs herstellen. Vier Bronzerohre. So. Dann können wir uns jetzt den Auftrag holen. Der gibt gut Gold. Stellen uns die Axt her. Können das eine Brückenteil fertigen und ihm dann die zwei Maschinen herstellen. So, nochmal gucken. Einfache Textilmaschine. Okay. Können wir jetzt schneller herstellen. Da wir ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Da oben ist übrigens eine Kiste. Kommen wir da hin. So kommen wir da nicht hin. So. So geht das auch nicht. Also höchstwahrscheinlich kommen wir da irgendwie über die Fässer drauf. Muss ja so sein. Naja. Wichtiger ist erstmal der Auftrag. So. Was brauchten wir denn jetzt hier alles für? Nichts, können wir einfach herstellen. So. Bronzeaxt. Also große Bäume fällen. Für Hartholz. So. Gucken, wie viel Hartholz es gibt. Ein Hartholz nur. Oha. Wie viel brauchen wir? Boah, 50 Hartholz brauchen wir. So viel Bäume stehen ja hier nicht mal. Wenn, machen wir erst die Textilmaschinen, dann kriegen wir übrigens ein bisschen Geld, bevor die wieder abläuft. Hä? Wir können den Baumstumm auch entfernen. Der Baumstumpf gibt mehr Hartholz. War das sehr cool zu wissen. Wieder was gelernt. Ja, so kommt man ja dann doch an sein Hartholz. Und sein Inventar ist wieder voll. Level up. Dann sollten wir jetzt erstmal, wenn er das eingesammelt hat. So, hier. Mehr Geld. 5%. Ja, oder lieber erst noch Erfahrungspunkte. Ja.
Schneller Erfahrungspunkte kriegen wir, schneller Skillpunkte und können das schneller machen. So werden wir das machen. Erstmal treten, gucken, was runterfällt. Ah, gar nichts, wir haben keinen Platz. Boah, den können wir nicht fällen. Okay. Okay, damit habe ich jetzt aber irgendwie nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, wir können den fällen. Oh, hier gibt es sogar eine Laterne. Den hauen wir auch gleich mal um. So, hier ist noch ein großer Baum. Gucken wir jetzt, ob hier irgendwas fertig ist. Lagern ein bisschen was ein. Aber warte, wir haben doch, glaube ich, gar keinen Platz mehr, ne? Oh, doch haben wir noch. Das kommt hier hin. Was ist das denn? Harz. Okay. So. Ja, ein bisschen Hartholz fehlt noch. Fehlen noch 7 Stück. So. Ja, da wir noch nicht wissen, wo das Museum ist, muss das halt hier bleiben. Da ist das Marmor. Gut. Also. Hier Bretter fertig. Hier Bronzerohre. Hartholzdielen. Wie lange dauert der Auftrag? Das ist ganz wichtig. Handelsauftrag 9 Tage. Einfache Textilmaschine mal 2. So, hier brauchen wir nämlich Hartholz. Die Kupferrohre waren schon für die Maschine, ne? Ja, Bronzerohr für die Maschine. Also eine zwei Marmordielen noch. Und für die Bretter müssen wir das hier herstellen. So, müssen wir mal gucken. Bronzeaxt haben wir. Dann haben wir noch gar kein Rezept für die noch bessere Axt. Oder aber wir müssen diesen Arbeitstisch erst aufwerten. Weil wir haben auch nur dümmliche Holzschwerter. Holzkiste. Und die wechseln scheinbar die Aufträge. Ach, jetzt habe ich einen Pflanzkasten in der Hand. Super. Ein Holzbrett. So. Deshalb können wir hier noch eine Kiste aufstellen. So, wie geht denn das? So. Müsste ja noch eine hinpassen, oder? Ja. Dann nehmen wir hier. Ja. Wie teilen wir das auf? In einen packen wir Steine und sowas rein. Ja, wir zählen jetzt mal Knochen mit zu Steinen. So. Steine.
Könnten sie auch Mineralien nennen, aber muss nicht sein. So. Das kann da rein. Das. Aus den Sachen stellen wir gleich was her. Die müssen wir mal kurz behalten. So. Sand kommt noch darüber. Hier ist nichts drin, ne? Nein, gut. Und da? Nein, nur Sachen aus der Mine. Okay. Dann kommt das noch dahin. Die Erze und Holz können wir auch ab und zu mal zwischenlagern dann. So. Eins muss er noch herstellen. Dann stellen wir Hartholz her. Wir gehen jetzt noch schnell, bevor das Spiel wieder sagt, wir müssen schlafen. Einen Baum umnieten. Dann haben wir genug Hartholz. Können in der Nacht, während wir schlafen, das schon mal herstellen lassen, die Hartholzdielen. So. Ha, genau 50. Das war gut. So. Hartholzdiele. Wieso können wir denn eigentlich immer nur 10 herstellen? Hm, warte mal. Ich habe schon wieder einen Denkfehler drin. Nee, ja doch, wir brauchen insgesamt 10 Hartholzdielen. Ja, nee, ist alles in Ordnung. Die Brückenteile können wir gleich herstellen. Und dann direkt beide seine Maschinen. Bronzerohre haben wir. Müssen nur noch zweimal eine Marmordiele herstellen. Ist aber schon wieder Harz. Steine, Holzkiste. So. So. Drei Holzbretter. Siehst du, damit müssen wir noch einen so einen Pflanzkübel herstellen. Das war ja auch eine Quest. So. Jetzt nur die Frage, was möchte sie jetzt als nächstes? Kleiner Pflanzkasten. Was? Eins von drei? Wieso eins von drei? Wir haben einen hier. Muss ich die jetzt alle mit mir rumschleppen? Hm, wo waren die denn? Da, oder? Zählt die Quest jetzt? Drei. So. Den Pflanzkasten fertigen. Ja, haben wir doch. Ist doch auch abgehakt. Warum ist denn das hier dann nicht abgehakt? Müssen wir dann wieder zu ihr gehen, oder? Hm. Naja, jetzt müssen wir uns erstmal hinlegen. Aber währenddessen können wir hier nochmal kurz schnell Steine sammeln. Oh cool, mit einem Hieb. Oh, knapp daneben. Und hier ist immer ein bisschen Marmor drin, das ist echt gut. Und da die jeden Tag neu hier sind, können wir immer schön Marmor einsammeln. Gucken, ist die Quest denn... Ja, wir müssen jetzt mit ihr sprechen, okay. So, dann gehen wir jetzt mal zu Sophia und sagen ihr, dass wir die drei Kisten fertiggestellt haben. Oh Gott, ist bestimmt zu spät, ne?
Alter, ihr Zuhause hat auch Öffnungszeiten. Ha. Ja, dann müssen wir das mitten in der Nacht ist, hinlegen. Ist mitten in der Nacht, warum läuft die hier draußen rum? Hey. Schenke waren ja auch dieselben, ne? Ja. So. Also Marmor haben wir, Hartholz haben wir, das verarbeiten wir gerade. Oh, läuft heute. Dann gucken wir, wie weit das Hartholz ist. Und dann gehen wir zu Sophia, ihr sagen, dass wir die Kisten fertiggestellt haben. Ich habe natürlich nicht aufgepasst. Was stand da? 9 bis 18? 8 bis 19? Naja. Ey, cool, es regnet. Das ist ja geil. Es gibt Regen im Spiel. Das ist ja krass. Und es blitzt. Auch. An für sich sehr sicher, ne? Eine Kreissäge draußen im Regen und Gewitter stehen zu haben. So. Oh. Wir müssen zu Sophia gehen. Da ist sie. Hey, ach, okay. Sophias Bauernhof und sie ist Emily. Das will ich mir auch nicht merken können. Ha, die Aufgabe ist fertig. Das ist doch cool. Hat sie die jetzt eigentlich genommen? Ja, ne? Ja, cool. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Also wir haben die Kisten wirklich für sie hergestellt. Ein falscher Stein. Wo ist der andere Stein hin? Jetzt liegt er da hinten. So. Das können wir alles mit einsammeln. Ha, so. Oh, die Bäume sind nicht wieder da. Die großen. Oh, das ist aber nicht so gut. Cool, da hinten ist auch noch irgendwas. Da ist eine Insel. Also nicht die vordere Insel, den Stegen, sondern hinten, das aussieht wie ein Observatorium. Das müsste... Also warte. Gucken jetzt hier auf den Hafen. Ah, hier ist das bestimmt Sternlichtinsel. Was auch heute. Oder ist hier noch... Ist es auf der Insel hier? Na, das werden wir alles noch in Erfahrung bringen. MacDies Springvieh. Guck mal, da sind die Kühe für McDonald's. Was ist das denn? Was ist denn das jetzt für ein orangener Kreis? Karte behalten. Steht nichts bei. Forschungszentrum Börse. Das ist aber hier. Oh, oder ist da jetzt... Wird da wieder geöffnet, weil wir die Quest fertig haben. Hier war doch... Wegen Bauarbeiten geschlossen. Das wäre ja cool. So. Zack, eins ist fertig. So. Vier Kupf, Bronzerohre, genau.
Jetzt die Frage, stellen wir erst noch das andere Brückenteil schnell her, wenn wir gleich die Teile haben, die Hartholzdielen. Weil die Kupferrohre haben wir. Dann brauchen wir es ja nur zusammenbauen. Die Marmordielen müssen wir ja erst noch schnell herstellen dann. Sie hat übrigens voll den krassen Regenschirm. Ist ein Regenschirmhut. So. Wir gucken jetzt erstmal. Kommen wir da hin? So. Unten die Treppe. Werden wir einfach mal schauen, ob das da jetzt wieder geöffnet hat, weil wir die Quest erfüllt haben. Warte mal doch, nee. Also irgendwie laufe ich schon wieder falsch. Da. Ja, hier gesperrt wegen Bauarbeiten. Und da ist auch der orangene Versuchst du dein Glück mit einer gefahrvollen Ruine? Das ist ein sehr gefährliches Gebiet. Du wirst dich als würdig erweisen müssen. Du musst eine Minute lang im Kampf gegen einen Offizier der Ziviltruppe durchhalten. Es gibt drei von uns. Mich, Remington und Arlo. Du kannst dir einen aussuchen. Ja, wir haben auch keinen... warte mal, wir haben eine Axt. Axt schlägt Schwert. Trainieren. Geht das mit einer Axt? Wie geht das jetzt hier? Verloren, was ist da jetzt passiert? Warum zum Henker haben wir verloren? Alter, die hat irgendwie so Special-Angriffe. Alter, welches Level hat sie? Ha. Das ist ja brutal. Also wir sind... unser Level ist noch nicht hoch genug, oder? Wir müssen... irgendwie weiter noch skillen. Was macht uns hier stärker? Das hier. Schlagkraft. Das zählt doch bestimmt auch für ohne Waffe, oder? Verteidigung. Ja, dann müssen wir die beiden hier erstmal hochbringen. Das ist jetzt ganz wichtig. Erfahrungspunkte haben wir die Hälfte schon. Aber warte, wir müssen doch alle, oder? Nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nächste Level freischalten. Nö, der hier reicht. Cool. Oh, cool, wir können auf Dächer springen. Da war eine Kiste. Ganz kurz gesehen. Ich weiß nur nicht, seit wann Kisten aufgehen, wenn man drauf tritt. Also gegen tritt. So. Unser Hartholz müsste doch jetzt vielleicht fertig sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so schwach sind. Schon erstaunlich. So, wie weit ist denn das? 1 von 5 nur? Warum das denn? So, Steine. Holzkiste. Haben wir irgendwie buntes Fell. Hm. So, Steine. Marmor. Brücke. So, für die Brücke
Das Hartholz wird gerade gefertigt. Und dann können wir erst den Marmor herstellen für die beiden Schneidemaschinen. Die beiden hier, Stoffmaschinen. Also werden wir erst noch so ein Stück Rückenkopf herstellen. Kupferrohr habe ich ja natürlich wieder nicht ausgewählt. So. So. Wenn wir jetzt noch das Hartholz haben, ist die Quest erledigt. Die können wir dann... Was gibt es dafür eigentlich? 1800 Gold, 1000 Erfahrungspunkte, ein bisschen Ruf. Brückenkopf 2, Brückenkörper 1, genau. Gefahrvolle Ruinen. Die Gefahr von Ruinen gefährlich. Zivilgruppe entscheidet, wer betreten darf. Du musst mindestens eine Minute lang eine 3 stehen, um Qualifikation zu beweisen. Ja, aber das ist ja sehr schwierig. Wenn, müssen wir einfach mal probieren. Warte, wir haben ja noch kein Schwert. Ah, Arbeitstisch Level 2 schaltet Schwerter frei. Okay. Der Schredder. Arbeitstisch, einfach nur so. Können wir doch aber gar nicht herstellen. Da steht auch nur Arbeitstisch. Ah, da muss man wahrscheinlich finden oder als Belohnung kriegen, wa? Damit man die herstellen kann. Wir haben ja die Regenschirme als Rezept auch neu gelernt. Also entweder Glück haben in der Mine 1 ein Rezept finden oder sowas. Oder wir müssen jetzt probieren, den Tisch auf 2 zu kriegen, um ein bisschen zu leveln. In Mine Nummer 2. Hier diese verlassene Ruine 2. Die hier oben. Da waren wir ja noch nicht drin, ne? Oder wir gehen noch in Nummer 1. Das kostet aber 80 Gold. Aber Spitzhacke hätten wir ja. Und genug Ausdauer ist ja auch schon da. Ja, 80 Gold. Gut, dann werden wir die Quest, denke ich, jetzt hier machen. Die beiden. Und dann werden wir erstmal in die Minen ein paar Tage gehen. Mit unserer Ausdauer. Da finden wir erstens noch Gegenstände, die wir brauchen und in diesem Forschungszentrum abgeben können und auch die CDs eintauschen können gegen Gegenstände. Und dann werden wir hoffentlich unser Level auch hochkriegen. Weil ich weiß, ob wir auch keine Anhaltspunkte jetzt durchhält vom Angriff 35. Wir müssen ja das irgendwie hochkriegen. Kriegen wir bestimmt mit Ringen hoch. Irgendwie, dass sie die Verteidigung den Angriff boosten. Und auch durch Sachen im Haus. Also ist Mine eine gute Idee. Wir bekommen doch hier Buffs durch die Uhren und das Sofa. So. Wir haben nämlich noch nichts für Angriff, Verteidigung gefunden. Aber es scheint ja möglich zu sein. Weil Ausdauer haben wir hochbekommen, Gesundheit auch. Und hier wird auch Angriff, Verteidigung ausgewählt. Aber was in Gottes Namen ist das? Ah. Also ist Mine sehr lohnenswert momentan. Wenn wir dann stärker sind, müsste das gehen, die zu besiegen, damit wir das neue Gebiet freischalten können. Aber das Gebiet muss ja einfacher, das fallende Ödland, das muss ja an für sich einfach und gar nicht so gefährlich sein, weil die Brückenquest für hier unten, die ist ja viel schwieriger gewesen.
wie die für das Bauernmädchen. Na, werden wir dann mal sehen, wa? Ja, nee, brauchst du ja nicht mit mir rumtragen, so. Es dauert jetzt hier noch ein paar Minuten. Gehen wir mal ein paar Bäume fällen. Ein paar stehen ja hier noch. Kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Erfahrungspunkte schon. Und dann werden wir noch... Boah, die Quest werden wir noch schnell abgeben. Also die für die Schneidereimaschinen. So. Dann werden wir die Schneidereimaschinen herstellen und abgeben. Zeitlich müsste das noch gehen. Von der Spielzeit, also der Zeit im Spiel. Weil ab 18, 19 Uhr, also ja gut, ab 19 Uhr oder 20 Uhr, sind die ja alle nicht mehr zu erreichen. Die ganzen anderen Charaktere. Aber gut, dass wir schon verbesserte Axt und verbesserte Spitzhacke haben. Können wir direkt wieder was einlagern. Eins von zwei ist fertig. So, Ernte. Holzkiste. Das einlagern, das einlagern. Das einlagern. Und das einlagern. Das kommt erstmal darüber. Hartholz. Das können wir jetzt eigentlich auch hier lassen. Wir werden es jetzt gerade nicht in Hartholz-Dielen umwandeln. So. Steine. Die werden wir auch hier lassen. Wenn wir in die Mine gehen. Weil es ist gar nicht nötig, dass wir es dabei haben. So haben wir mehr Platz, können versuchen, die ganze Ausdauer über Sachen zu sammeln. So, jetzt will er mich aber auf den Arm nehmen hier. Das dauert aber. Wir müssen nämlich danach noch... Ach, wir können die wahrscheinlich heute gar nicht abgeben. Da war die Marmorplatten. Die dauern ja auch wieder. Wie lange dauern die denn? Steht das bei? Marmor. Anderthalb Stunden das Stück, also 3 Minuten. Beziehungsweise 3 Stunden in dieser Spielzeit. Ja, dann geht gar nicht. Dann ist 22 Uhr. Werden wir dann nicht mehr abgeben können, die Quest. Aber zeitlich gesehen können wir die auch noch morgen abgeben. In da. Ja, 8 Tage haben wir noch Zeit. Die können wir morgen abgeben. Gar nicht weiter schlimm. Hier kriegen wir richtig gut Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Für die Brücke. Okay, was denn jetzt? Ah. Wir können endlich die Brücke fertigen. So. Oho. Das war hier, ne? Ja. Ey, warte, habe ich beide Teile dabei? Ja gut, wir haben alle 3 Teile dabei. Da lang. Die Quest werden wir jetzt noch abschließen. Oh Gott, ich habe vergessen, die Marmor... Naja. Die... Sag mal, was ist denn jetzt los? Okay, er will gerade nicht sonderlich laufen. Ach, müssen wir ja eh wieder auswählen, ne?
Also nach hier unten. So. Ja, wir sind klein, wertig und super. Ja. So. Rückenkopf platzieren. Oh, cool. Rückenkörper platzieren. Tü-tüng. Und das Endstück der Brücke. Ja, wir sind schon gute Handwerker, du. Bei Antonio melden. Geht ja jetzt sowieso nicht. Ist denen ja schon wieder zu spät. Da können wir auf jeden Fall angeln. Das sieht aus wie in anderen Spielen, wo man angeln kann. Was zum Henker? Ah, ich stehe im Wasser. Okay. Bei den Kreisen da vorne, wo man auch die Fische sieht, da kann man gut angeln. Hauptsache, wir können wir jetzt echt immer noch nicht über die Brücke gehen? Oder was sie hingestellt haben? Doch, cool. Also wir können nur nicht in den Fluss gehen. Mal das abbauen. Eine bessere Spitzhacke. Nee, was? Ich will doch das hier abbauen. Ah, das geht. Kristall, cool. Was machen wir damit? Landwirtschaft. Ein kristallklarer Stein wird zur Fertigung von Accessoires verwendet. Cool. Ist das jetzt auf der Karte freigeschaltet? Schneckmeer. Seeigel. Schneckmeer. Krabbe. Also hier gibt es jetzt noch Tiere, die aussehen wie Schnecken wahrscheinlich. Da ist ein Angelplatz, da ist der Südblock. Schwer zu erkennen. Mal hier noch ein bisschen Bäume treten. Fällt gar nichts runter. Doch, haha, das ist wieder so ein Baum. Mit Kokon. So, der gibt nichts mehr. Können wir ihn fällen? Nö. Brauch eine bessere Axt. Also ich würde mir jetzt gern die Schneckentiere mal angucken. Okay, das sind ja keine Schnecken. Oder? Ja, irgendwie ja nicht. Muschel und Schleim. Okay. Haben wir jetzt hier auf der Karte was aufgedeckt? Immer noch nicht. Wie weit müssen wir da gehen? Aber es ist auch regnerisch. Man sieht gar nichts. Wir kommen doch hier bestimmt wieder genauso nicht durch den Fluss wie eben, oder? Ist aber auch nirgends eine Brücke. Müssen wir wahrscheinlich... Ja, nee, wir kommen da nicht durch. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch eine Brücke herstellen, wa? Wo haben wir die hingestellt? Da. So, zu diesem Antonio können wir jetzt nicht. Oder Antoine. Da können wir erst morgen hin. Dann werden wir jetzt noch schnell die Marmorplatten herstellen. Also in Auftrag geben wir uns selber. Die natürlich jetzt gar nicht nachwachsen. Wäre jetzt aber schlecht. Die Bäume. So. Fertigen.
Marmor fertigen, 2 bestätigen. 3 Stunden. So, Montagestation. Textilmaschine. Marmordiele und Bronzerohr. Ich habe die Bronzerohre weggepackt, war ja klar. So. Also. Honig kommt hier gar nicht rein. Oder Schleim? Das andere kommt hier alles nicht rein. Da. Da kommt das rein. Da, da, da. Ja, und was machen wir damit? Sieht hübsch aus, kann am Strand gefunden werden. Dann ist das hier so Deko-Krams. Aber wo sind die Kupferrohre? Ah, vielleicht in Steine? Nö. Haben wir keine Kupferrohre? Wir hatten noch vorhin welche. Naja, dann... Wie viele Kupferrohre benötigen wir? Gar keins. Hä? Ja, wir gehen, legen uns da gleich hin. Bronzerohre brauchen wir. So. Bronzerohr platzieren, geht doch. So, das Spiel, das wir, will, dass wir uns hinlegen. Wenn wir aufstehen, sind die Marmorplatten fertig. Wir können die Quest direkt abgeben. Aber das werden wir in der nächsten Folge erledigen. Und wir werden die Quest mit der Brücke abgeben können. Die haben wir ja eben hingestellt. Und dann müssen wir höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, eine weitere Brücke noch bauen. Und zwar, ach, wir können gar nicht auf die Karte gucken jetzt hier, oder wie? Ah, gut. Da wir jetzt ja hier diese Insel sehen, aber hier auch keine Brücke ist, so wie das aussieht, müssen wir ja irgendwie hier hinkommen. Oder man geht dann über hier oben. Dass das jetzt einfach nur so eine Aufgabe war, um das alles zu lernen. Und wir müssen erst stark genug werden, um ja hier oben ins zerfallene Ödland zu kommen. Und dann werden wir wahrscheinlich hier außen lang gehen können. Aber das sieht auch nicht so aus, als wäre hier irgendwie, also ist ja noch abgedunkelt, als wäre hier irgendwo eine Brücke. Also höchstwahrscheinlich bekommen wir dann wieder eine Quest, dass wir noch eine Brücke bauen müssen. Und sehr wahrscheinlich ja dann auch eine größere, also eine längere Brücke aus mehreren Teilen. Also denke ich jetzt mal, ist ja gut möglich. Neu, was ist denn hier neu? War doch nichts neu. Nö. Aber das werden wir beim nächsten Mal und so sehen. Aber wir werden die Quests abgeben, gucken, was das für Folgequests gibt. Und dann in die Minen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, Gegenstände, um stärker zu werden, damit wir in das neue Gebiet kommen. Und bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.